So, okay. Wieder ein glücklicher Kunde. Hier habe ich ihn gerade bei mir. Ach so, hier. Grandpa Halsabschneider. Ich gehe jetzt diesen verdammten Riesen suchen. Ich meine, wie schwer soll das sein, so einen verdammten Riesen zu finden? Höhle des Ursprungs, ja, vielleicht. Also, pfeifende Wald. Naja, nein, aber... Ach komm, jetzt ab nach Flammhult und dann mal sehen. Wo soll ich sonst einen Beweis für den Jotonen finden? Wenn ich ihn hier selbst umlege. I've done my research on you. Ui, eisige Stinktiere. Mir schlottern die Knie. Als wenn ich da beide Feuerflammen gebraucht hätte. Okay, das lassen wir, das nimmt zu viel Zeit weg. Ganz ehrlich, hier muss doch irgendwo Atlas Damm nach da, Flammenhold nach da. Swaki nach unten. Ich meine, vielleicht ist es diese komische andere Höhle, das wäre noch so eine Möglichkeit. Das heißt nicht, dass ihr mich angreifen sollt. Nein, das wird nix. Nein, besser. Wo finde ich den letzten Söldner? Wäre hilfreich, wenn ich mich erinnern würde, wo ich den ersten gefunden habe. Dann könnte ich das triangulieren und dann einfach einschätzen, wo. I'll make this quick. Letting the hunt begin. Linde, mach mal klar Schiff hier. Ui. Fight. Feuerball. And that's that. Habe ich irgendwo eine Kiste übersehen. Waren wir jemals oben auf dem Ding drauf? Ich glaube ja. Sieht leer aus, gut zu wissen. Hallo. Well, the fact is, that's safe trap. Ja, ja, was auch immer. Am Anfang des Spiels, das kann nicht so schwer sein, irgendwie einen Beweis für diesen Jotonen zu finden. Ich meine, ja, Frostlande, das Ding kann überall sein, aber ansonsten... Time to teach you a lesson. Warum habe ich diese Viecher noch nie gefunden? Beziehungsweise doch, ich war nur noch nie mit Cyrus hier. Super, sie haben uns überfallen. Das kann unter beide dauern. What next? Looks like a job for Linde. My turn. Und so nebenbei Feuerball. Auf All. And that's that. La 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 la, tra la la la. Okay,
Okay, die Kiste habe ich auch entleert. Can't we settle this like gentlemen? I don't want to. I'll not work. Los, Schnuppi! I hope I grow more able. Okay, die Truhe ist auch offen. Und da vorne erwartet mich eigentlich auch nichts mehr. Warte, wer war das? Was tut er da? Was treibst du hier? Wer bist du? Antworte. Ah ja, Händler du seist. Gut, das hier bringt nichts. Waren wir jemals im Grab des Imperators oder wollte ich da immer nur hin? War doch gleich hier unten, oder? Richtig. So, dann versuche ich mal was aus hier. Moment, ich bin gleich wieder. Okay, das sieht hier gerade nicht so wirklich nach angriffslustiger Jotone aus, aber okay. Octopus. No. Encounters. Ah ja. Can't we settle this like gentlemen? Letting my arrow fly in true. You can disable random encounters. You just have to beat the post-game superboss to unlock it. That's all. Leck mich doch, ey! Super. Toll. Gnarf, ey. Du müsst den Superboss zu einer Priorität machen. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wie ich den zu meiner Priorität machen kann. Vor allem, wer guckt dir noch zu, wenn der Superboss besiegt wurde? Ich versuche immer rauszufinden, wie Primrose da reinpasst. Den Rest, finde ich, haben wir schon ganz gut zusammengesteckt. Verdammten Wichser der schwarzen Flammen, auch ich werde dich noch einleuchten, werde ich euch. Okay, und selbst diese Truhe hier ist schon geöffnet, was heißt, ich war hier bereits. Das Gute ist, wenn wir geöffnete Kiste sehen, wissen wir waren schon in dieser Höhle. This is the beginning of your end. Ja, nein, die kann man nur mit Äxten umhauen. Ich habe keine Äxte dabei. Doch, eine habe ich dabei, aber nein.
Die Axt opfere ich nicht für solche Blödsinn. Standest thou against me? Then be hunted. Yeah, then be hunted. Wo könnte ich in diesen Landen sonst noch was zu den Myotonen finden? Ist jetzt nicht so, als wäre so ein Riese irgendwie klein. Die Höhle wird doch sicherlich irgendwo auf einer Karte verzeichnet. Now, let us hunt him. Ja. Leute, geht mir aus dem Weg. Ignis Ade. Ignis Ade. Out of my way. What is this thing doing there? Schneesturm. Free. Don't start things you can't finish. Gibt ja mal eine Schneeflocke auf ihn fällt. Schwächling. I'll make this quick. My turn. Ich bin ziemlich sicher, der Eisdrache war ein Wolf. Da hatte ich mich eine Weile drüber aufgeregt. Weil Blödsinn. Yep. So, haben wir noch irgendwas im Frostland, wo ich schon mal was... Okay, die beiden kannst du vergessen und den schlafenden Riesen kannst du auch vergessen. Ich brauche nur einen Beweis, ich brauche nicht den Riesen an sich, das kann also alles sein. Angst, Schafe, vergiss es. Na gut, ich kann auch einmal versuchen, gegen diesen Hund anzutreten, aber... Ich muss nochmal nach Edelhof, um mit der reden, um rauszufinden. Leismüll war es ja, ne? Oh, wie praktisch. Da ist meine Dings gleich drüber. Hat das die Dings von sich aus gemacht? Bestimmt, oder? Auf mich anzustöhnen. Eine echte Schande ist das. Er hat schon wieder den Preis für den Nutzer der Mühlenhöhle. Nenn doch mal einen Namen. Aber ich habe keine andere Wahl. Ohne Windmühlen kann ich im Weinzen nicht malen. Was kannst du. Was kann man schon. Erzähl mir doch mal, von wem du redest, du blöde Kuh. Weißt du, von wem sie redet? Nö, warum auch? Ist jetzt nicht wichtig oder so. Den dritten haben wir auch noch. Ich habe keine Ahnung, was wir damit machen wollen. Oh, das wird wirklich weniger hier im Inventar. Kann das sein? Krass.
Ah, warte mal, hier Wissen haben wir auch noch. Scheiße. Oh Gott. Ja, wo der Schreckenswolf? Der Schreckenswolf ist zum Kotzen, ist der. Frage des Schulleiters, wo der Frostriese schläft. Über Informationen über Jotun auf der Raureifgrotte, in der Raureifgrotte. Wo ist denn die Raureifgrotte? What? Geheimer Pfad. Toll, geheimer Pfad, yay. Schlund des Eisdrachens. Höhle des Ursprungs. Das Studienzimmer. Vergessene Grotte. Soghöhle. See der Verschollenen, Azurhöhlen, Hauptmannsfluch, Grotte am Meer, Schwarzmarkt, Höhle der Echsenmenschen, Zwillingsfälle, Ruinenzuflucht, Aashöhlen, Höhle von Rio, Pfeifenhöhle, Fallhöhle, irgendwie so, Maya-Höhlen. Und das Wissen kann ich dir nicht einfach so geben, ja? Weil wir wissen ja was über das Viech. Es hilft nichts, ich verstehe es einfach nicht. Das war's, es ist vorbei. Meine Forschung ist am Ende. Ich bin am Ende. Meine bisherigen Forschungen weisen eindeutig darauf hin, dass der Eisriese Jotun irgendwo in diesem Land haust. Aber ich finde keinen Beweis. Es ist doch nur irgendein Beleg dafür gebe, dann wäre meine Jahre der Forschung nicht umsonst gewesen. Wo ist diese Raureifgrotte? Das gibt's doch nicht. Ich meine, hier auf der Karte ist sie offenkundig nicht. Come on, I've got better things to do. Letting the hunt begin. Ja, ich weiß nicht, lass mal. Okay, wenn ich da hoch will, dann muss ich einmal ums ganze Dings herum, willst du mich verkübeln? Lass mal in die Richtung gehen, vielleicht bringt uns das weiter. Ich kann mir eigentlich nur erklären, dass meine Karte unvollständig ist. Also muss ich irgendwo so eine blöde Grotte übersehen haben. Ach, hey. Out of my way. So. Ich habe mir mal kurz eine Karte aufgemacht. Das sind Verratos, verfallene Ruinen, Haus Ravis, Kanalisation, Warlock, bla bla bla. Raureifgrotte. Die müsste dementsprechend irgendwo. Bin ich gerade irgendwie blöd? Hier so sein. Ist immer ganz gut, weil wir sind gerade eh auf dem Weg dahin, oder?
Oder sehe ich das gerade falsch? Nee, warte mal, das ist Victors Cool. Also muss das Ding hier irgendwo sein. Was ist denn da am nächsten dran? Leismühle. Nee, Stillschnee, der ist ja so ähnlich. Oder doch eher das andere? Doch eher das andere. Verdammt, noch eins, ey. Also wenn ich das richtig sehe, das hier. Und wie ich auch lang gehe, jeder Ort ist scheiße weit von dem Ding entfernt. Kein Wunder, dass ich da nie lang komme. Weil da kommst du nie lang. Gut, dann weiß ich jetzt wenigstens, in welche Richtung ich eure Zeit verschwenden kann, indem ich hier rumlatsche. Besiege den Superboss, um die Encounter auszuschalten. Na, Wunder, danke. Wobei mir entfällt, Philly? Kannst du zufällig... Selbekter, Haltung bewahren. Übergesund, Schutz, Beharrlichkeit, böser Schutz. Irgendeiner von euch konnte doch die Encounter verringern. Aber wer? War das Cyrus? Nee, dann werden wir nie überrascht. Aber wenn ich es verringern will? Verdammt. Ich habe wieder A mit B verwechselt, weil ich blöd bin. Lassen wir das. Oh, ey, ich will nicht mehr. There is no choice. Out of my way. Can't we settle this like gentlemen? Nein, jetzt haben sie mich genervt. Jetzt sterben sie. Where's the nearest tavern? So, Warnung an alle Monster. Siehst du was? Ich sehe da unten eine Grotte oder sowas ähnliches. Also das wird die Grotte sein. Aber es ist nicht auf der Karte verzeichnet, weil darum. I've done my research. Oh, eine Kate, hallo. Out of my way. Stirb. Don't start things you can't finish. Siehst du mal, was das gleich für Punkte gibt? Erfahrung hier. Was war das denn gerade? Ich frage, ich will es gar nicht wissen. So, Raureifgrotte, sehr schön. Ist sie jetzt eingetragen? Jetzt ist sie eingetragen. Super. Ich werde also irgendwie nochmal vor der nächsten Aufnahme werde ich nochmal durch die ganze Karte gehen und auf jeder Route gucken, ob ich irgendwo eine Höhle übersehen habe, damit wir die alle im Bild haben.
Can't we settle this like gentlemen? No, I just want to kill them. Immediately. You can't be serious. Where's the nearest tavern? Wunderprächtig. Gut. Ein Seelenbeil. Let us begin. My turn now. Okay, Schnuppi. Malefic Star, pierce our foes. Jeder außer Hanit. Selbst Hanit kann angreifen. Ich spekuliere noch darauf, dass Linde vielleicht dadurch trainiert wird, wenn man sie öfter benutzt. Was wahrscheinlich Blödsinn ist. Ich muss mal gucken, wie sie skaliert. Okay, das hier ist der einzig dunkle Weg. Sehe ich das richtig gut? Time to teach you a lesson. Okay. Overkill. Ignis Arden. Thus ends your lesson. Was ist das denn für ein Funkellicht da hinten? Schnuppi? Danke, Schnuppi. Eine leichte Nuss. Nicht zu verwechseln mit der dummen Nuss. Now, let us hunt him. Vielleicht, wenn ich denn zwischen den Aufnahmen hin und her reise, finde ich auch das Zelt von Kit wieder. Das wäre mal was. There is no choice. Wobei, ich habe noch nicht danach geguckt, wo ich es vermute. Von daher, das können wir noch machen, bevor die Aufnahme zu Ende ist. Das kriege ich noch hin. Whee! Ja, Overkill, los. Feuersturm. Und tschüss. And that's that. Du musst nicht weinen, Hanit. Das ist einfach nur... Die lohnen sich nicht, mitgenommen zu werden. Oh fuck, wie komme ich denn da hin? Ah, indem ich hier lang gehe. Aha! 10.000! Mit Triss werden's mehr. Standest thou against me? Then be hunted. Ich mag dieses leichte Echo, das sie in der Höhle haben. Das oder ich krieg gerade eine Rückkopplung über das Mikrofon. Was ich nicht hoffe. I've done my research on you. Well then. Los, Schnuppi, One-Hit-Kill. Gut, es waren drei, aber man weiß ja nie, ob sie schon mal nach dem ersten umkippen. Tralalala. So, bin ich jetzt übermütig? Nein, ich speichere trotzdem. Ich mach den ganzen Scheiß nicht nochmal. So, okay. Ihr spürt eine Gefahr im Schatten lauern. Seid ihr bereit? Nein, los geht's. Hallo, ist jemand da?
Ist das ein Ja oder ein Nein? I cannot fail. Du bist der Eisriese? I must say I'm unimpressed. Firestorm. Weil warum sollte der nur gegen Blitz empfindlich sein? Das ergibt keinen Sinn. Ah ja, mach du mal bitte deinen Auftakt, Kleine. Mehr heilen! Bring about a miracle of healing. Danke! Letting the hunt begin. Du wirst sie vernichten. Ding, 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 ding. Ah, was sind deren Schwächen? Das interessiert mich nicht. Ignis Ardair. Ignis Ardair. Oh, sie haben das überlebt. Nun in dem Fall Feuersturm. Ach, schade. Ich wollte Honey einen einfangen. Letting my arrow fly into. Apropos. Oh, unzähmbar. Na, so ein Pech aber auch. Gut, in dem Fall. Los, Linde. Aha, schwertanfällig. Gut zu wissen. My turn now. Schnuppi? Schnuppe. Malefic Star. Here's our foes. Interesting dilemma. Ignis Ardair. An interesting dilemma. Ja. Mir scheint, er hält sich für unbesiegbar. Ignis Ardair. Oh, das hat er auch überstanden. Nun in diesem Fall. Ferion. Feuersturm. Ich mag's, überlevelt zu sein. Ein Jotunhorn. Das können wir nach Flammenhut bringen, das ist doch Beweis genug, richtig? Hoffe ich einfach mal. Das wird lustig, bis zur nächsten Aufnahme überall rumzulaufen. Weil ich auch keine zwei Schritte gehen kann, ohne von irgendwas angegriffen zu werden. Vielleicht sollte ich das mit dem B-Team machen. Blablabla, mit der bisherigen Forschung, wir haben ihn mittlerweile oft genug gehört, den Satz, hier, guck mal, dann hast du ein Horn. Und jetzt halt die Fresse und geh weg. Ja. Na, das soll mich doch. Ist das etwa das Horn eines Jotun? Also spricht man die aus. Ja. Ein solcher Nachweis wird meiner Forschung bestimmt untermauern. Damit lässt sich ein Förderer finden, um weitermachen zu können. Über die Jotunen ist nur wenig bekannt. Sie sind scheue Kreaturen. So scheu, dass viele ihre Existenz bezweifeln. Ja, ich habe noch nicht mal deren Höhle gefunden. Sehr scheu, sehr, sehr scheu. Selbst der Berg versteckt sich. Aber dieses Horn. Ach, es ist in einem wunderbaren Zustand. Ein solches Exemplar wird viele Zweifler endlich zum Umdenken bewegen. Nein, du kannst Leuten selbst ein Bild von der Erde aus dem Weltall zeigen und sie sagen dir, die Erde ist flach. Meinst du? Ach, als ich ein Junge war, kam ein reisender Gelehrter in unsere Stadt und erzählte Geschichten von einem eisbedeckten Riesen in einem zugefrorenen Land. Seine Geschichten waren es, die mich dazu bewegten, ebenfalls Gelehrter zu werden. Aber damals war ich noch klein. Wenn ich doch nur den Namen des Mannes wüsste, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Obwohl, ja, wirklich der Mann ist, für den ich ihn halte, müsste da draußen wohl noch immer nach Riesen suchen. Es wird Zeit, dass ich mit meiner Arbeit weitermache. Vielen Dank für diesen großen Gefallen. Unheilsspeer. Oh Gott. Er heißt Murmelnder Kauz.
habe den physischen Beweis, den ich wollte. Jetzt muss ich nur noch ein angemessenes Manuskript verfassen. Sobald ich damit fertig bin, werde ich meine Erkenntnisse der ganzen Akademie mitteilen. Cyrus, wir hätten das Horn behalten sollen, du wärst berühmt geworden. So, Steingrad, nein, Dauerfeste, bitte, danke. Wo denn, wenn ich hier, soll man ein reisendes Zeltvolk finden? Okay, nicht hier. Über die Niederberge weit. Ich muss jedes Mal dran denken, wenn ich den Song da höre. Klar, alle auf Harnit. Rache, Cyrus. You should have studied harder. Glaubst es denn? Lassen wir das. Die Aussicht ist so wunderhübsch. Ich wollte gerade ankommen, mit hast du etwa Ophelia angeglotzt, aber er ist Level 4 zu hoch, er darf das. Amphitheater. Nicht zu verwechseln mit weg vom Amphitheater. Okay, hier ist kein Kit. Beim Kolosseum könnte er auch noch sein. Wenn ich recht überlege. Andererseits, wo haben wir ihn getroffen? Wir haben ihn in Felswall getroffen. Und dann kam er hierher, nach Edelhof. Das heißt, ja, hier wäre ein sinnvoller Platz. Pflastersen, Steingrad, Ribbeltiden. Irgendwie sammelt sich alles in Steingrad, von daher gucke ich da nochmal nach. Vielleicht finde ich auch die nächste Ariana-Quest, wer weiß. Beim Einkaufen überfallen worden. Hey, Tress, wie geht's dir? Solltet ihr jemanden mit einem guten Auge für Kostbarkeiten brauchen? Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Aber immer Tress. Soll einfach wieder diesen alten Sack ablegen, der hinter uns herrennt, und wieder Blumen mitnehmen. Sorry. Der Weg ist versperrt, ja? Huch, was ist mit dir los? Du hast einen Auftrag für mich. Dieses Buch stammt aus einem Land jenseits des Meeres. Offenbar beschreibt es das Leben und Gewohnheiten der Menschen dort. Leider ist mir die Schrift nicht geläufig, ob sie wohl überhaupt jemand kennt. Ah. Land jenseits des Meeres. Da hatten wir doch auch haufenweise Leute. Einziger Leibwächter. Okay, das ist keiner dieser Typen, die wir suchen. Du hingegen bist neu. Nathan oder Nathans Leibwächter. Eine Wache für den barschen adligen Nathan, arbeitet aber nur gut bezahlt, keine Identität. Okay. Die hatten wir doch auch schon mal, oder? Ich meine, offenbar nicht, weil ich kann ihn noch komplett ausnehmen, aber... Fürst Nathan, Schwäche für das schöne Geschlecht, sorgt hier für nichts als Scherereien. Hey, Penner! Pfoten weg von Ariana!
Nathan, 40, ein Schürzenjäger aus einem namhaften Haus. Seit er das Vermögen seiner Familie geerbt hat, gerät seine obsessive Liebe zum schönen Geschlecht außer Kontrolle. Man sollte vielleicht erwähnen, dass er noch einen Onkel hat, der in Goldstadt lebt. Für wen haltet ihr euch? Ihr könnt nicht einfach so in ein fremdes Haus eindringen. Ja, doch, kann ich. Bin ich Meister drin. Hallo. Man sollte meinen, es kann gar nicht so schwer sein, irgendwo einen alten Sack zu finden, der irgendwie sich freund in der Ecke sitzt und plottet. A good day to you. Aber doch. Es ist warm hier. Ich denke, nun habe ich endlich meinen Platz in der Welt gefunden. Thank you. Ich bin so froh, endlich gute Diener gefunden zu haben. Ich fühle mich jetzt nie mehr einsam mit meiner treuen Ariana und meinen verlässlichen Ohren. Ja, verlässliche Ohren sind gut. Da kannst du auf jeden hören. Seht ihr nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich habe gerade Arbeit zu tun. Endlich, du stehst rum, Penner. Vielleicht soll ich ihn mal umhauen. Na ganz sonst, der Hauptmann war nicht immer so. Früher hat er ab und zu sogar gelächelt. Aber seit seine Schwester Leila verloren hat. Ja, seitdem. Toll. Say again? Ein lauter Frechling. Er und seine Kumpanen sorgen immer wieder für Ärger in der Stadt. Seine Schwester und einzige verbleibende Blutsverwandte hielt ihn früher immer im Schauen. Seit sie nicht mehr da ist, tut er nur noch, was er will. Tja, ist sie gestorben oder ist sie einfach nur weg? Dieser junge Mann sieht zum Anführer der Raufbolde auf wie zu einem großen Bruder. Er würde ihm überall folgen. Er schwor ihm Treue, nachdem er diese Straßenrand aufgelesen hat. Kein großer Kämpfer. Okay. Hatte ich mir alles gestern schon durchgelesen, glaube ich. Ich bin der Meinung, Atlas Damm wäre zu nahe dran. Vorhin weiß ich noch nicht mal, ob diese ihr Zelt vor der Stadt aufgeschlagen haben oder nicht. Das ist gerade alles nur Vermutung. Okay, hier sehe ich kein Zelt. Ich kann trotzdem mal noch mal reingucken, ob irgendwas los ist, aber das war es dann auch. So, Punkt. Ich glaube, hier habe ich den ersten Typen verprügelt. Kann das sein? Naja, ich brauche immer noch irgendwen, der ihm jetzt sagt, wo er hin muss. Ah, in die Fremde aufbrechen. Oh, hello. Oh. Ich habe gerade im Augenwinkel eine Truhe gesehen, die ich noch nicht geöffnet habe. Das geht gar nicht. Ein Donnerseelenstein. Dünner Wetter. Wie alt bist du, alter Mann?
Okay, 55 ist es nicht der Typ, nach dem wir suchen. Hail. Incredible. No way! Vielleicht sollten wir sie mal zu Le Mans schicken. Für den Schreck seines Lebens kriegen. What? Let us begin. Wenn du uns nicht durchlassen willst, ist das dein Problem. Aber ich sehe, wir waren schon mal drin. The hunt ends. Ja, richtig, genau, das war die Katzensache. Wie alt bist du? Okay. Hello there. Hier ist also auch keine Akteurengruppe angekommen. Oder doch? Nope. Ich meine, ich würde mittlerweile Kid wiedererkennen. So oft wie der Typ mir vor der Nase stand und ich nicht wusste, was ich mit ihm machen soll. Okay, dann eine letzte Handlung noch für diese Aufnahme und dann ist gut. Ich hatte das Pech und komme jetzt da in Sonnenschatten an und sie stehen da im Gasthaus auf der Bühne. Das wäre eine Möglichkeit, verdammt. Kein Zelt, okay, schon mal ein Anfang. Dun, 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 dun. Kennen wir uns? A good day to you. Oh. Irgendwie wie ein Typ, der versucht, so ein Geräusch von einem kleinen Mädchen nachzumachen. So. Würdest du mich vorbeilassen? Now, let us hunt him. Let Thou didst fight with courage. Erzähl keinem, dass wir hier einfach Frauen auf der Straße in zwei schneiden. Das könnte ein schlechtes Licht auf uns werfen. Bam, bam. Okay, und auch hier ist die Reisegruppe nicht da, bin ich aber beruhigt, könnte man sagen. Und auch ein bisschen bläh, weil bläh. Aber egal. Ich suche mir jetzt eine Feder und dann ist gut. Genau, hier so, speichern, genau. Und dann gucke ich mal, ob ich irgendwelche Dingens, Grotten und sowas übersehen habe bis zur nächsten Folge, ne? Von daher, alsdann, bis dann und hoffentlich habe ich dann mehr Antworten. Wobei Leute ganz gut vorbei vorangekommen sind, ne? Von daher, ciao.